So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu YouTubers Live. So, zuallererst möchte ich dem lieben Veskos danken, denn ich habe das Spiel nämlich bei ihm gesehen und das hat mir so gefallen, dass ich mir gedacht habe, ich will das auch haben, ich will das auch machen und ich will auch für YouTube groß werden. Also hier in diesem Spiel. Wäre halt ein netter Nebeneffekt, wenn ich auch wirklich auf YouTube groß werden würde, aber kann man hier schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Daher machen wir doch gleich ein neues Spiel. Facecam ist aus, denn ich habe gesehen, es ist so überladen mit... Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Ja. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. Also, Facecam ist aus, weil das Spiel überladen ist mit Details. Das heißt, Facecam würde sich da nicht so gut machen. Wir nehmen eine Frau. Achso, das ist der Hautton. So, was für eine Frisur. Oh, das schaut doch cool aus. Nein. Oh, wie sich mein... Schaut euch das an, mein Zopf, wie er sich schwenkt. Oh yeah, sehr cool. Ah, gucken wir uns mal die anderen durch. Nein, das wäre schon eher ich. Auch wenn meine Haare momentan ziemlich lang sind. Ich finde die aber trotzdem cool, die Frisur. Und ich hätte gerne... blaue Haare. Ja, blaue Haare. Oder grün? Nein. Blau. Meine Augen sind grün. Gibt's auch andere... Ah, okay, da kann man noch... Nein. Finde ich nicht so hübsch. Ja, die nehmen wir. Was für ein Mund. Nee. Die nehmen wir ganz normalen Mund. Nein. Wir nehmen den da. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Achso, Bart. Ich habe keinen Bart, ich bin eine Frau. Eine Mütze. Nein, brauchen wir nicht. Was für ein Gewand. Ach ja, wenn ich nur so schlank wäre für sowas. Wir nehmen das hier. Und als Hose. Die passt schon, oder? Weil Rock, ich bin nicht wirklich so eine Rockdame. Ich bin mehr so leger. Die legere Frau. Und auch nicht mit Stöckelschuhe, aber mit Schuhen. Schwarze Schuhe. Und ich habe eine Brille. Die passt. Passt doch dazu, oder? Die nicht. Und die bleibt schwarz. So, was nehmen wir denn? Charakter. Wie bei die Sims anscheinend. Genie. Ich kümmere das nicht, was andere denken zu lernen. Neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für ein Studium. Gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben ohne Sorgen, also habe eine tolle Zeit. Dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du wirst nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich. Das ist genau meines. Das ist genau meins. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Gesellschaft zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby. Und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Kann man in dem Spiel auch heiraten, oder was? Deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte. Nein. Du bist der Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Ich bin trotzdem die Romantikerin. Ich suche immer noch auf meinen Seelenverwandten. Ich warte immer noch auf meinen Seelenverwandten. Wir nehmen den hier. Ich will Spiele machen. Weil Kochen ist, ich meine, ich kann kochen, aber jetzt nicht so gut, dass ich Videos dafür machen kann. So. So. Mein Name ist Crash. Der Name meines Kanals heißt auch Crash, logischerweise. Hui!
Schaut euch dieses Business-Outfit an. Business-Outfit. Und mit meinen Augen leuchten. In diesem Raum begann ich mit meinen ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge mal genauer an. Wirf einen Blick durchs Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 in YouTubers Live zu werden. Okay? Du kannst deine Maus und deine Tastatur verwenden, um die Kamera zu steuern. Rotiere die Kamera mit der mittleren Maustaste. Aha, okay. Zoome mit dem Mausrad, beweg die Kamera mit der rechten Maustaste, alles klar. Bewege den Charakter mit der linken Maustaste, das geht so, alles klar. In diesen Tagen hatte ich viel Spaß mit den Spielen, die ich in diesem Regal hatte. Meine Spiele stehen in diesem Regal. Gehe zu dem blinkenden Regal. Was haben wir denn da? Empire Planet. Aha, okay. Hä? Was? Strategie? Dieses Spiel ist nicht mehr angesagt, du solltest dir ein neues Spiel suchen. Oder glaubst du, du bist gut genug, um das wieder angesagt zu machen? Justice kann das ein großer Erfolg werden. Klicke auf das Fragezeichen, wähle Gameplay aus und klicke danach auf Video starten. Okay. Gameplay. Was anderes gibt's ja noch nicht. Also ich habe das noch nie gespielt. Ich bin ein kompletter Newbie. Aber wir werden sehen, ob ich es schaffe, große YouTuberin zu werden. In dieser Phase musst du die Webcam und das Mikrofon konfigurieren, sofern du während der Videoaufnahme eines verwendest. Dein Arbeitsplatz verfügt über eine begrenzte Menge von Renderpunkten. Verzeihung, basierend auf den verbauten Komponenten. Die meisten erweiterten Einstellungen werden die Qualität des Videos verbessern und verbrauchen diese Renderpunkte. Wähle die am besten geeigneten Einstellungen für deine Aufnahme. Okay. Ich habe nur einen Arbeitsplatz. Ich habe keinen Filter. Monoausgabe. Ah, okay, das verbraucht einen Renderpunkt. Okay, fortsetzen. Empire Planet 2. Packen wir es an. So, wir packen noch einen Titel rein. Oder warte, wir machen das anders. So, wir schieben den da nämlich nach vorne. So, zack. Damit das auch so wie bei mir aussieht. Okay, in dieser Phase stehen dir verschiedene Herausforderungen bevor. Du musst die Karten mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden. Beachte dabei jedoch die Situation, die unter jedem Videoclip angezeigt wird. Du hast das Spiel unter einer Minute mit 3,5 gewonnen. Beachte dabei auf die Situation. Wähle jeweils eine Karte für jede Situation im Spiel aus, die es in deinem Video gibt. Okay. Wie viele Dinge habe ich? Alter, das geht nach Zeit? Scheiße. Ladebildschirm. Mach mal einen sarkastischen Kommentar. Ich bin doch gar nicht so weit, Mann. Ach, scheiße. Das ist kacke. Scheiße. Ich will nochmal anfangen. Kacke. Erstelle ein Video, indem du Videoclips in die Bearbeitungsspur ziehst und versuch sie anzupassen, so gut wie möglich. Du kannst auch Effekte hinzufügen unter der Berücksichtigung der Renderpunkte deines Arbeitsplatzes. Diese klickst du dann auf Rendern. Zieh die Videoclips in die Bearbeitungsspur und klick dann auf Rendern. Was ist das? Achso, das ist das. Vielleicht einen weichen Fokus? Keine Ahnung. Ich mache einfach mal irgendwie. Rendern das mal. Was? Wirklich? Obwohl ich so ein Kack-Ding gemacht habe? Scheiße. Okay, klick auf Hochladen, um es auf deinem Kanal... Dies ist deine erhaltene Erfahrung und Wertung für dieses Video, die du für deine Fähigkeiten erhalten hast. Je nach Ergebnis musst du entscheiden, ob du das Video hochladen willst oder nicht, aber da es dein erstes Video ist, lass es uns hochladen. Okay. Auch wenn ich es verkackt habe, ich bin immer über die Zeit, die man für das Hochladen des Videos braucht, verärgert, aber ich sage es dir. Die Aufrufe, die Abonnentenzahl und das einfließende Geld zu beobachten, ist großartig. Außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen sehen, ob meine Videos wirklich gut sind. Ja, ist klar, ich habe da am Anfang verkackt, I'm sorry. Der erste Schritt zur Errungenschaft. Ich musste jeden Monat einen Test schreiben, also musste ich lernen. Wenn ich diesen bestanden hatte, erhielt ich eine Belohnung. Aber wenn ich durchgefallen war, hatte mich meine Mutter bestraft.
Wir müssen einfach nur zur Tür rausgehen. Oh, okay. Dann gehen wir mal lernen. Was ist das? Ja, ich weiß. Ich habe 3 Dislikes, weil ich das erste verkackt habe. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich kenne mich doch. Ist normal bei mir. Ich kann immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender in meinem Handy schaue. Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich auch einkaufen und überprüfe neue Veröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Da ist der Kalender. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, um Dinge zu bekommen. Haha! Zum Glück werde ich nicht dick davon. Kann ich da... Okay. Gehen wir mal einkaufen. So. Es waren früher allerdings nur 3 Läden verfügbar, die übrigen wurden mit der Zeit eröffnet. Ich konnte einen von den Läden besuchen oder auf das Kreuz klicken, um den Einkauf zu beenden. Dann gehen wir gleich mal zu Amazon hier. Was haben wir denn da? Delpacy, The Instant of Silence, Warbanner, Half-Life 2. Black Bass Armada, League of Giants, Warbanner. Ich werde mal Half-Life 2 nehmen. So, das waren Spiele, gell? Was haben wir hier? Oh, hey, da haben wir Konsolen. Dafür habe ich noch nicht genug Geld. Und das hier? Ah, PC-Sachen. Was haben wir denn hier? Eine bessere Tastatur, glaube ich, oder? Das haben wir 1 Stern. Wir haben das 2 Sternchen. Mikrofon. Vielleicht ein Mikro, ha? Oder Kopfhörer. Oder eine Webcam. Vielleicht eine bessere Webcam. Ich werde die mal nehmen. Ich habe eh noch 70 Dollar. So, ich glaube, das war's. Ich war bereits mit... Ich war bereits mit den Grundelementen der Herstellung von Videos vertraut. Mir war bewusst, dass der Anfang... Moment mal. Lass mich mal hier kurz umschauen, solange ich Zeit habe. Ah. Mir war bewusst, dass der Anfang schwer sein würde, aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden. Und niemand konnte mich stoppen. Ich würde es schaffen. Das machen wir mal. Und hier ist mein Half-Life 2 Spiel. Und was ist das? Ah, meine Webcam. Sehr schön. So. Okay. Zeig mir mal da das Ergebnis an. Ich habe 1 Cent verdient. Keine Kosten. 4 Aufrufe. Und 3 Dislikes. Ja, weil ich... Ja, aber ich habe verkackt. Kann ich mir das eigentlich anschauen? Besten Kommentar. Aha, wenn diese Person ein YouTuber ist, dann bin ich Batman. Schlechte Nachbearbeitung. Beeindruckend. Das ist Empire Planet 2 Video. Das ist wirklich interessant. Ich wünsche meine Videos werden auch so gut sehen. Herzlichen Glückwunsch. Da. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich schaue es hier nochmal an. So, kann man dann noch was machen? Ah, man kann essen. Wo sehe ich denn, ob ich essen muss? Kann man essen. Das ist meine Mami. Mami, findest du meine Frisur toll? So, was haben wir hier? Prüfungsdatum. Okay. Was ist das hier? Benachrichtigungen? Keine. Und das hier? Was ist das denn? Freunde und... Benachrichtigungen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt... Wir tun kurz aufrüsten. Die Kamera. Achso, das habe ich ja schon. Nein, falsch. Wir machen ein neues Gaming-Video. Wir nehmen Half-Life 2. So. Habe ich da jetzt die bessere, ja, oder? Ja. Kein Filter, Mono-Ausgabe, Arbeitsplatz 1, fortsetzen. Half-Life 2, Gameplay. Nehmen wir das mal so. So, du hast ein Achievement bekommen. Juhu! Interaktive Ladebildschirm. Und lustiger Kommentar. So. Okay. Wir haben das und wir haben das.
Wenn wir mal hier rendern. Vielleicht wieder den Fokus nehmen. Es dauert 8 Stunden. Okay, es dauert generell 8 Stunden, oder? Dann über den weichen Fotos. Fokus und den Titel. Ja. Ändern. Schaut doch schon besser aus, oder? Hui! 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 Oh, okay. Das werden wir auch hochladen. Ja, wenn wir es können. So, ich habe gesehen beim Vescus, dass wir auch arbeiten gehen können. Ich weiß allerdings nicht, wann, wie. Hallo Mama! Hä? Wenn du das nicht lernst, werde ich dir Hausarbeit geben und du brauchst dann auch nicht mal, wenn ich das durchziehe. Wusstest du schon, dass du mit Aushilfsarbeiten etwas Geld dazu verdienen kannst, indem du auf die Tür klickst? Okay, wir gehen lernen, dann gehen wir arbeiten, okay? Ja, Mama? Okay, bist du da zufrieden? Schon wieder ein Dislike. Was habt ihr denn alle gegen mich, Mann? Und wir werden Oma helfen. Schuhe putzen. Gehen wir Autos waschen, wir sind eine Frau. Es kommt besser. Cool. 2 Abonnenten. Ich weiß nicht, wie ich hier nach Liebe suchen kann. So. Irgendwie schaut sie nicht so glücklich rein, oder? Kann das sein? Moment. Schaust du glücklich rein, Mäuschen? Nein, nicht wirklich. Dein Mund verzieht sich so komisch. Was haben wir denn? Wow, what the fuck? Ah, ein Dislike. Das ist wie bei mir wirklich. Es ist immer ein Dislike dabei. Man weiß nicht wieso, aber ich glaube wenigstens hat er einen Kommentar hinterlassen. Wieso? Gucken wir mal. Half-Life 2 Gameplay-Videos sind jetzt wirklich interessant. Gut gemacht. Die Bildqualität ist hervorragend. Ich kann nicht glauben, dass sich ein selbst Bescheid beim Nachbearbeiten der Videos anstellt. Wenigstens sagt er, warum es geht. Abgefahrenes Video. Adde mich? Bitte, bitte, bitte. Cool. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ermüdet. Jeder muss von Zeit zu Zeit schlafen gehen. Benutzer für das Bett. Hunger. Okay. Mäuschen, du hast Hunger. Dann geh was essen. Irgendwie ist das cool. Ich finde es irgendwie voll cool. Ich frage mich, ob ich wirklich eine große YouTuberin sein kann, obwohl ich die Liebe suche, weil ich so ein romantisches Kind bin. Gut, ich glaube, sie sollte schlafen gehen. Was ist das hier? Ah, da gibt es Kontakte. Ach, ich kann mit denen chatten. Chat. Kann ich mit dem chatten? Ich chat mal mit dem. Auch nicht schlecht. Ist ja echt wie bei den Sims. Haha! So, Baby. Prüfungsdatum ist am 1. Januar. Wir haben den 9. Das heißt, ich soll doch ein bisschen lernen zwischendurch. So, jetzt haben wir genug mit dem gechattet. So, gehen wir noch ein bisschen lernen. Und dann kann sie schlafen gehen. Oder, Mäuschen? So. Ich glaube, das sind wir es jetzt. 7 und 3. Was? 24 Cent verdient. Yeah. 145 Aufrufe. 37 Abonnenten dazu bekommen. Und ein Dislike, Standard bei mir. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du die freigeschalteten Gegenstände ausführlich sehen möchtest. Ist das der hier? Es weiter sagen, verbreite das Wort unter deinen Freunden, um dein Video zu fördern. Okay. Du hast 3 zusätzliche Ausdauer bekommen, du hast 4 neue Widgets für den Computer freigeschaltet, du hast eine neue Karte freigeschaltet, du hast 8 neue Kleidungsstücke und Einrichtung Gegenstände von Idea. Nice. Warum ist das rot?
Muss ich mir Sorgen machen? Also ich könnte mir theoretisch ein neues Spiel kaufen oder bei Dingen jetzt weitermachen. Wir gehen mal schlafen, aber vorher hätte ich gesagt. So, schön das Bett gemacht. Und jetzt machen wir ein neues Gaming-Video zu Half-Life. Ja, machen wir Half-Life. Da haben wir eh nichts Neues. Schieß sie. Oh, oder? Schieß sie nieder. So. Schatz, die Aufnahme. Hallo! Spielintro! Mach mal einen lustigen Kommentar. Du hast ein Easter Egg gefunden! Yeah! Oh, ich glaube, ich habe jetzt einmal dasselbe genommen. Fuck! Wollte ich nicht. Also, das war das Intro, das war das und das war das Easter Egg. Wir nehmen den Titel, wir nehmen die Farbe und den Fokus kann ich nicht mehr nehmen. Warte mal, wir nehmen Farbe und Fokus. So, und wir werden es rendern. Sound, Nachbearbeitung. Und auch das werden wir hochladen, denn wir können ja eh nichts anderes machen. Währenddessen werden wir lernen gehen und arbeiten. Ah, ich finde das Spiel cool. Ist so brav, die geht wirklich lernen. Was ist das? Du hast eine neue Karte. Wähle eine Reaktionskarte aus. Okay. Was ist das? Ah, die Fähigkeiten. Kann man da Punkte vergeben oder wie? Oh. So, wir haben gelernt. Vorbereitung für die Prüfung. Nee. Ist nicht so. Oh, ich sollte aber trotzdem ein bisschen lernen. Aber wir gehen vorher vielleicht noch arbeiten. Wir gehen Schuhe putzen. Geld verdienen. Yay! Likes, Likes, Likes. Na, endlich. Endlich einmal. So, jetzt gehen wir mal was essen. Du kannst dein Video fördern, vorübergehend die Aufrufe zu erhöhen. Aha. So, wir haben gegessen, wir sind satt. Sollen wir nochmal lernen gehen? Gehen wir nochmal sicherheitshalber lernen. Kann ich dort nicht irgendwen kennenlernen? Ich meine. Schimpft meine Mutter nicht so sehr. Sag mal, jetzt bin ich so oft lernen gewesen und... Ah, ach so, hier. Ach, da muss ich schauen, okay. Hui. Ja, ja, keine Dislikes. Go fuck yourself. Komm, mal schauen wir mal kurz, ob ich mir schon was irgendwas anderes kaufen kann. Ein anderes Mikro vielleicht. Monitor, $90, geht noch nicht. Aber das Mikrofon zumindest. Das Gehäuse ist leider noch zu teuer. Aber die Kopfhörer und das Mikro kann ich mir zum Beispiel kaufen. Erinnere dich daran, dass was? Um die Ecke? Was heißt das denn? Soll ich mir die auch schon dazu kaufen? Ich weiß es nicht. Ja. So, vielleicht gehen wir noch kurz arbeiten. Gärtnern, Schuhe putzen, Autos waschen. Können wir jetzt Schuhe putzen? Schön, dass die es so einfach haben, hier einen Job zu finden. Was gibt's, Mutter? Oh.
gut, du hast eine Menge in dieser Woche gelernt. Wenn du es weitermachst, bekommst du vielleicht ein Geschenk. Oh yeah, ein Geschenk. Wie speichert man bei diesem Spiel eigentlich? Weißt du es ja? Wie speichert sich das? Aber ich würde mal sagen, das war's für die erste Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will es auf jeden Fall weiterspielen. Es schaut einfach geil aus. Und ja, wir werden dann eh sehen, ob ich es schaffe, eine große YouTuberin zu werden. Und ja, wie immer, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.